Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von I am Fish. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich wünsche euch jetzt viel Freude, viel Lachen und überhaupt gute Unterhaltung. Wenn auch es immer schwieriger wird. Ich hatte vorher mal versucht, hier entsprechend mit einem weiteren Fisch durchzustarten. Und es wurde so schwer, dass ich dann keinen Bock mehr gehabt habe. Ich probiere es jetzt im zweiten Anlauf. Auf geht's. Wir starten mit dem dritten Fisch, mit dem Fliegenfisch. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Los geht's. Da war die Welt noch in Ordnung. Tja. So. Wir müssen. Es gibt nur einen Weg. Und das ist ja recht simpel. Fish though? Who buys a fish as a moving in present? How do we top that? It's such an awesome gift. So awesome. Next time they move, we'll go big. So. Das hier ist alles noch prima fürs erste Level. So soll das sein. So, jetzt wird's ein bisschen schwierig. Also, wir können mit dem Fisch fliegen. Und den Tipp gebe ich euch jetzt, ohne großartig was zu spoilern, weil sonst ist es sehr frustrierend, sehr schnell. Also, ihr müsst im Grunde ganz normal über W könnt ihr ja schwimmen. Linke Maustaste taucht ihr auf. Und im ersten Tipp gibt euch das Spiel dann im Grunde ja den Hinweis, dass ihr Space drückt, um dann eure Flossen sozusagen auszubreiten, die dann wie Flügel agieren. Ich gebe euch jetzt nur den Tipp, wenn ihr entsprechend die Flugform angenommen habt, drückt nicht WASD. Weil ihr werdet scheitern dadurch, sondern macht einfach gar nichts. So, und nachdem ich das jetzt gesagt habe, probiere ich mal aus, ob mir das jetzt auch gelingt. Nö, ich komme nicht immer raus. Fängt ja wieder gut an. So, ruhig, Heiko, ruhig. Das Spiel soll Spaß machen, los. So geil. Ich komme nicht immer raus. Der war doch mega, oder? Oh, wenn ihr wüsstet, was da noch kommt. Das habe ich auch noch nie geschafft. Ja, man stirbt hier wirklich 1000 Tode. Also, glaubt man gar nicht. Wir wollen Spaß haben. Los, schaff es jetzt. Komm. Next time they move, we'll go big. So. Ich möchte es jetzt schaffen. Das ist, man muss überlegen, das ist das erste Level und das ist schon. Zerrt schon gescheit an den Nerven. Das erste. So, wir berühre nicht WSD. W ist Sturzflug. Okay, da hatte ich jetzt eine Perspektivenverschiebung. Ich dachte eigentlich, wir wären weitergekommen. Ist aber nicht schlimm. Also, wir geben schön Gas hier runter. Und jetzt die Maustaste und Space. So, gehen wir erstmal hier hin. So, wir müssen hier einfach nur geradeaus. Hier ist irgendwo ein Brot. Genau. Das holen wir uns jetzt auch. So. Alles prima, alles schön. So soll es sein. Es ist egal, welchen Weg ihr nehmt. Ihr müsst einfach nur gucken, dass ihr
über diese Hügel einfach drüber springt, immer mal wieder gucken, wo Wasser ist. Hier, glaube ich, können wir. Jo. So, das ist schlecht. Komm, hier. So, wir müssen hier auf 12 Uhr geradeaus. Ja, das war nix. Schnell wieder ins Wasser rein. Schnell, 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 schnell. Jetzt hier mehr Anlauf. So. So, jetzt habt ihr hier so Wassergräben. An denen könnt ihr euch orientieren. Hier ist aber auch kein Irrgarten oder sowas, also es ist recht simpel. Wenn ihr nicht so einen Fehler macht wie ich jetzt. So, dann schwimmen wir hier weiter. So ist das gut. Dann hier rum. Na, das war schlecht. Glück gehabt. Wie viel Glück habe ich denn? Das Glück brauche ich jetzt dann auch mal, wenn es weitergeht. So, dann müsst ihr hier... ist egal, ob ihr von da hinten kommt oder von hier kommt. Ihr müsst jetzt hier rein. So, wunderschön. So. So, und jetzt müssen wir gescheit Anlauf nehmen. So, ihr seht jetzt da ein Wasserbecken. Ihr müsst erst in dieses Wasserbecken. Ich habe versucht, gleich ins zweite zu fliegen. Es ist nicht möglich. Ihr müsst wahrscheinlich auch nochmal so eine Zwischenlandung machen in diesem querlaufenden Wasser, in dieser Wasserrinne, Wasserbecken, was quer läuft. Da seht ihr dann auch entsprechend, ich meine, das müsste ein Brot sein. So, und dann wird es ein bisschen tricky. Weil, wenn ihr hier so rüber guckt, auf 12 Uhr habt ihr so eine Art Scheune. Und da sind mehrere Heuballen, links und rechts. Und ihr müsst in der Mitte durch. Und da ist ein Wasserstrahl. Und ich bin bisher leider nur dahin gekommen und weiter nicht. Und wusste überhaupt nicht mehr, wo es weitergeht. Natürlich mit unzähligen Toten verbunden. Also das erste Level von dem Fliegenfisch ist wirklich krass. So, hier rein. So, das ist noch alles sehr gut. So, Orientierung erstmal hoch. So, hier war das Becken. Wo ist das Becken? Da ist das Becken. Aber wir müssen noch in das andere Becken. So, wir bleiben ruhig. Wir regen uns nicht auf. Nein, wozu? Wir schaffen das jetzt. So. Okay. Gleiches Spiel. So, bis jetzt läuft es wirklich hervorragend. Jetzt wird's ein bisschen blöd. Bin nämlich vorher, bin ich also jetzt in dieses Becken vor uns, habe mir den Checkpoint geholt, dann wieder in dieses runde Becken und dann seht ihr, ganz hinten ist nochmal so ein kleiner Wasserbehälter, wahrscheinlich eine Futtertränke oder sowas. Hey, geh hoch. Gehst denn jetzt runter hier? Und da wusste ich nicht mehr weiter und da kommt man auch nicht mehr über den Zaun. Bleib doch mal oben. Sehen die Leute das doch nicht, wo die hin müssen. Also gut, wir müssen mal probieren, wie wir da weiterkommen. So. Oh, das war überhaupt nichts. Nö. Warum ich jetzt da hängen geblieben bin, weiß ich nicht. Das weiß nur das Spiel.
Sehr gut. Ja, jetzt. Nice and easy. Oh! Manchmal ist es so schwierig abzuschätzen, manchmal, ob man wirklich auch da landet, wo man hin möchte. So, nochmal. Jetzt klappt's. Okay. So. Das ist wichtig. Wichtig und richtig. Jetzt haben wir diesen Checkpoint. So, jetzt wird's haarig. Ich vermute, also nur eine Vermutung, ich vermute, dass wir wahrscheinlich hier nicht den Fehler machen dürfen, dass wir... Ah, ist doof, sieht man das nicht. Dass wir in diesen Wasserbehälter müssen und dann in den hinteren, sondern wir müssen hier geradeaus, um vielleicht in diesen, in diese Wasserfontäne zu kommen, die einen dann irgendwie hochkatapultiert. Aber das hab ich nicht geschafft bis jetzt. Ich, wie gesagt, ich weiß es nicht, wir probieren es aus. Mann! Da ist ein Brot, das habe ich gar nicht gewusst. Kann es im Grunde nicht so falsch sein, wenn wir da versuchen hinzufliegen. Wahrscheinlich Sturzflug zum Brot und dann müssen wir voll hochziehen. Eventuell, mal schauen. Oh. Ah, diese Kamera! Kann man auch nicht zoomen und gar nichts. Das ist so schwer abzuschätzen. Boah, ja, ja. Und jetzt? Was bringt mir das? Gar nichts bringt mir das. Das ist eine Verlockung mit dem Tode. So ein Quatsch. Es war perfekt jetzt. Muss wahrscheinlich da rein wegen Wasser. Ich lasse jetzt das Brot, ist mir wurscht. Ich habe recht gehabt. Alles klar. Also man kann es wahrscheinlich mit dem Brot schaffen. Nur ich bin halt dazu blöd. Das kennt ihr mittlerweile. Dann müssen wir jetzt... Okay, so weit war ich noch nicht. Regt mich jetzt auch nicht mehr auf, weil dann ist es nicht unterhaltsam. Doch, dann ist es eigentlich schon unterhaltsam, aber nicht nur. Okay, wir müssen... Lustig, wie ich immer versuche, hochzugucken. Da ist Wasser. Oh, das ist aber eine ganz schöne Strecke. Nehmen wir mal gescheit Anlauf. Anlauf. Anschwimmen. Anschwimmweg. Mein neues Wort. Nehmen wir mal hier erstmal hier. Zwischenstopp. So, und dann gleich hier weiter und Sprung. So, hervorragend. So, schauen wir mal, was wir hier Schönes haben. Geht's hier nochmal tiefer. Oh, da oben war was. Ich schwimme nochmal zurück. Seht ihr das? Da oben ist ein Checkpoint. Aha. Wie denn das? Moment, muss jetzt mal hochschwimmen. Ach, das ist eine... Ah, das ist eine... Wie heißt denn das? Ein Mühlrad. Natürlich. Das heißt, wir müssen... Höchstwahrscheinlich da oben. Kommen wir denn da hoch? Ja, schauen wir mal.
Oh, ist hier gerade eine Strömung. Es ist unglaublich schwer, gerade hier vorwärts zu kommen. Höchstwahrscheinlich müssen wir da reinspringen. So. Okay. Hören wir mal. Nee, das war nix. Ich bin so doof manchmal. Verstehe das gar nicht. Kommen wir nicht hin. Geht nicht. Das geht nicht. Mal, vielleicht können wir... Ah ne, warte mal, wir müssen ja... Dann kann man da reinschwimmen. Oh. Oh, sehr schön. Okay. Alles klar. So, was haben wir denn hier? Da ist nichts. Also hier haben wir den... Ach Gott, muss ich wieder, brauche ich wieder mehr Anlauf. So, okay, wahrscheinlich müssen wir jetzt... Ah nee, das, da können wir einfach nur der Checkpoint. Können wir nichts machen. Schöner Albi-Saft hier. Mann. Wo muss ich denn hin? Da muss ich hin. Wir sollen das gehen. Ja, genau. War eine schöne Verarsche. Ich bin nur noch darauf reingefallen. Aber habt ihr da gerade was gesehen? Da habt ihr Aufwind gesehen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich in dieses untere Gewässer nochmal. Und dann hier hoch. Oh nee, also der Fisch ist bis jetzt, macht der mir keinen Spaß. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, geht wahnsinnig gut mit dem Aufwind, muss ich schon sagen. Ja, war eine schöne Bauchlandung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Der Weg ist zu weit.
vorne noch was ist. Das könnte sein, dass wir vielleicht von hier Anlauf nehmen müssen. Hier haben wir auch ein bisschen Strömung, dann sind wir wahrscheinlich schneller. Ich glaube, das ist die Lösung. Wenn die Maus kratzt. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Nein, es war so knapp. Mann, so knapp. 10 Zentimeter. Nochmal. Zu hoch, zu früh, zu hoch. Oh, diese Kameraeinstellung, es ist doch zum Ausflippen. Sich jedes Mal das nicht einschätzen kann. Der wird wieder nix. Eine Sekunde, eine verdammte Sekunde, dann hätte ich es geschafft. Yes, endlich. Mein Gott. So. Wow, 31 Minuten. Ernsthaft. Okay. Okay, so, wo müssen wir hin? Markt, wo ist da was mit Wasser? Ah, da, sehe ich schon. Mein Gott. Komm jetzt, lass du den Fisch nicht so lang leiden. Was soll denn das immer hier? 10 Sekunden warten jedes Mal. Bei 6 Mal ist das ein Minuten, das kann nicht sein. Jetzt. Ach Gott, hier müssen wir hin. Okay, jetzt müssen wir erstmal hier in das nächste Becken. Und wieder diese Legs. Kürz mal gar ab. So. Okay. So, Fruit and Veg. Früchte und Gemüse. So, wir donnern wahrscheinlich genau jetzt dagegen.
Wieso weiß ich immer das, was passiert? Ich kann in die Zukunft schauen, das ist der Wahnsinn. Unglaublich. Müsste ich damit vielleicht Geld verdienen? Kann in die Zukunft schauen. Oh. Oh, komm hier, haben wir jetzt hier Hürdenlauf oder was? Hürdenschwimmenlauf. What? Was war denn das? Also, Rekord ist auf jeden Fall 27 Versuche. Das war mit dem Kugelfisch Level 3. Habe ich 27 gebraucht beim Level, beim dritten Level. So, wir befinden uns hier jetzt für alle Neuen, die jetzt gerade eingeschaltet haben. Ach nee, geht ja gar nicht. Ihr seht es ja von vorne. Oh Gott, bin ich bescheuert. Ist egal, wir haben jetzt schon mindestens 15 Versuche, mindestens. Zwar nicht hier. Langt mir jetzt. Unfassbar. Ich bleib immer an dem blöden Ding da vorne hängen. Leide. Das ist Leid hier, pures Leid. Und kein Spaß im Übrigen. Kein Spaß. So. Wohin des Weges? Da müssen wir hin. Okay, und jetzt hier. Jetzt hier. Ich wollte zu den Tomaten, das war mal mein Ziel. Ich wollte mir mal gucken, ob die das, wie die das gemacht haben, wie die das designt haben, ob das passt. Oh. Okay, wir sind Gott sei Dank jetzt hier drauf. Ah, warte mal, das ist ein Fischmarkt hier, oder? Kann es sein? Yellington Market? Ah, jetzt sehe ich den Checkpoint. Okay, wir müssen... Oh Gott. Wo kommen wir denn da rein? Okay. So knapp. Komm schnell, geh darüber, geh darüber, geh darüber. Yes! Woohoo! Yes, endlich mal ein Erfolgserlebnis. Okay. So, das kennen wir bereits. Mal ein bisschen höher hier. Endlich mal ein Erfolgserlebnis. Unfassbar.
So, wo muss ich denn lang? Oh, der ist schnell, der Fisch. Sehr schön. Oh, 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 oh. Lass mich, nein, 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 weg, weg, weg. Okay. So, geh mal vorbei hier. Oh, die geht immer im Kreis, oder was? Dann muss ich hier. Ah, lass mich in Ruhe. Oh, Gott sei Dank. So, wir müssen hier wahrscheinlich hin. Ja. Oh, 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 scheiße. Oh, nee. Vielleicht haben wir Glück und er nimmt den Checkpoint noch mit. Gott sei Dank. Er nimmt den noch mit. Wow. Wahnsinn. Sehr gut, so. Ah, wir müssen wahrscheinlich hier drauf. Ja, hier müssen wir drauf. So. Wo geht's weiter? Oh, das ist ein Brunnen. Okay, vermutlich dahin. Ja, das war's doch tatsächlich. Unfassbar. 23. Okay, 4 weniger als beim letzten Fisch. Aber das war jetzt schon mehr Frust als Lust, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, es wird besser. Trotzdem danke ich, dass ihr zugesehen habt. Und wenn euch das Video dennoch gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen oder auch ein Like oder eben auch ein Kommentar. Und es wäre ganz hilfreich dann, wenn ihr entsprechend die Glocke drückt, dass euch immer wieder die neuesten Videos von mir dann auch angezeigt werden. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Teil. Macht's gut. Ciao.